So, da ist sie wieder, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Und zugleich natürlich mit mir. Herzlich willkommen bei Spider-Man Web of Shadows. Ich bin euer Lugo und wir spielen jetzt weiter. Und sind beim letzten Mal irgendwie auf der Verfolgungsjagd bei Black Cat und haben es bei Black Cat natürlich noch verkackt. Und. Der Bugle war offensichtlich eine falsche Führung. Und ja, da habe ich mich wohl falsch entschieden bei Black Cat. Aber nichtsdestotrotz, man hat mir gesagt, ich bekomme noch eine zweite Chance und beim nächsten Mal mache ich es besser. Ich habe das etwa in der Mitte des großen Kampfes beim Gerichtsgebäude rausgefunden. Ich bin halt ein cleveres Kerlchen. Ich bin einigen von Kingpins Männern gefolgt. Die paar, die überlebt haben, sind nicht weit von hier verschwunden. Die ziehen sicher dieses Geheimbasis-Ding durch. Handlanger haben eine Schwäche dafür. Wir müssen den Ort untersuchen. Da könnten die ihre Waffen hier haben. Genau mein Gedanke. Lass uns sofort aufbrechen. Ja, lass uns. Ja. Ich werde die Umgebung nach weiteren Basen erkunden. Und ich riskiere meinen Hals dabei, mich in die reinzuschleichen, von der du weißt. Viel Glück, Spider-Man. Dir auch. Fröhliches Auskundschaften. So, wir müssen nämlich... Unser momentaner Gegner ist Wilson Fisk. Auch bekannt unter dem Namen der Kingpin. Und wir müssen natürlich, wie gerade eben, Spidey und Moon Knight in dieser grandiosen Diskussion geführt haben und uns erklärt haben, hey, wir müssen die Lagerhäuser von dem Lieben durchstöbern. Und das machen wir jetzt auch. Und ich sehe schon, das Ganze ist ein wenig weiter weg, als ich eigentlich... Ach du Scheiße. Das ist ja ganz schön weit weg. Egal. Derweil kann ich euch ja mal erzählen, wie es mir geht. Und zwar super. Ich war, momentan kommen nicht jeden Tag Videos, was einerseits schlecht ist, andererseits auch... Sagen wir mal so, Leute, ihr könnt mich... Bitte tut mich nicht unter Druck setzen und Stress, weil Let's Playen ist ein Hobby. Und ich nehme keine Videos auf. Unter Druck geht schon mal gar nicht. So wie viele anderen Let's Player. Es geht einfach nicht. Leute, wenn ihr sagt, ey, wo bleibt das nächste Video und. Der Druck, durch den Druck wird das Ganze nicht besser. Und dann noch eine andere Sache. Wie gesagt, ich mache einfach Let's Plays, wann ich Bock habe auf das Spiel, weil ihr kennt das selber, an alle Zocker da draußen. Wenn ihr irgendwas spielt, dann habt ihr nicht immer Bock die ganze Zeit, das zu zocken oder jegliche anderen Sachen. Es gibt eben Street Fighter, so wie... Viele, bevor jetzt viele fragen, ey, Lubu, zockst du LOL die ganze Zeit? Nee, LOL, Warcraft, bäh. Ich mag sowas überhaupt gar nicht und ich will es auch gar nicht versuchen. Ich zocke Super Street Fighter 4. Ja, das fesselt mich. Also das zocke ich online, aber halt, ich mache kein Let's Play davon, geschweige denn irgendwelche anderen Videos. Nur ab und zu lade ich mal ein paar Kämpfe hoch. Unter anderem dann gibt es noch ein Thema. Wie gesagt, zwingt uns nicht irgendwie Videos hochzuladen, tut uns keinen Druck ausüben oder, dadurch macht ihr die Sache nicht viel besser. Dann noch eine andere Sache, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber Leute, die jetzt sich angesprochen fühlen, fühlen sich richtig. Und zwar, liebe Leute, wir Let's Player, wir Let's Playen aus hobbytechnischen Gründen, also das Ganze ist für uns ein Hobby. Und wenn ihr uns irgendwie vorschreibt, was wir spielen sollen, dann ist das... ein No-Go, das geht gar nicht, weil keiner will gezwungen werden, irgendwas zu spielen, sondern wir machen das rein hobbytechnisch. Deshalb unterlasst das einfach. Hey, Lubu, spiel bitte das und spiel doch das. Hey, komm jetzt und dies und das, ne? Also, solche Sachen bitte unterlassen. Klar, wir starten Votings und ich werde auch Voting starten, welche Spiele ich als nächstes spielen werde. Aber ansonsten ist das unsere Wahl und ich hoffe, ihr müsst das akzeptieren. Ihr habt gar keine andere Wahl und ich hoffe, ihr versteht das natürlich auch. Egal, genug geredet. Wir sind jetzt hier sind wirklich alle Anzeichen einer Geheimbasis vorhanden. In der Wilson Fisk. Oh, ist das deine neue Arbeit? Goblins are us? Geh jetzt, solange. Das ist doch der Geier, oder? Ich bin froh, dass du Arbeit in der Verbrecherindustrie gefunden hast. Ich werde dich zerschmettern. Ach du Scheiße. Unser erster, nee, unser Bosskampf, denke ich mal. Also ist wird wahrscheinlich ein Bosskampf sein. Der Geier. So heißt er, glaube ich, doch, oder? Der Geier? Halte in eine beliebige Richtung und drücke RB, um auszuweichen. Okay, ich, halte... ARB!
Ach so, shit. Ich hab, ja. Auch wenn ich die ganze Zeit mit dem Xbox-Controller spiele, ich komme mit den Knöpfen und so, mit den Bezeichnungen immer noch nicht klar, weil... Ja. So. Der Geier. Au. Und? Ja. Hat er irgendwo eine Lebensanzeige? Ach, da oben. Ach du Scheiße. Im Ernst? Hast du dir ein Klischeebuch gekauft? Woher hast du immer dein Gewäsch? So. So, das Ganze wird wahrscheinlich wohl aus der Luft stattfinden. Hoppa. Und... Ah, scheiße. Ah, er ist schon ein bisschen schwierig. Muss ich zugeben, also... Er... und... Au. Au. Zack. So. Das Ganze wird... Oh, yeah! Was war denn das Geiles? Ups. Und... Moment. Zack. Ach du Arsch. So. Verscheucht. Nicht ganz, alter Mann. Oh, geht doch. So, wir werden mal wieder normal. Es ist leicht verwirrend. Ich komme gar nicht mehr an ihn hoch, oder? Ups. So. Geier! Ah. Au. Das war, hat jetzt wehgetan. Au, das auch. Und geht doch. Oh. Zeit, dass ihr Idioten auftaucht. Greift ihn sofort an. Wie jetzt? Kämpf doch gegen mich alleine. Ist das Mikrofon überhaupt an? Ja. Ich musste gerade überhaupt gucken, ob das Mikrofon an ist. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. So. Du einmal, du. Und dann noch zu dem nach vorne. Habt ihr am Wochenende Transformers gesehen? Hammer, oder? Richtig genial. Transformers ist ja einer meiner Lieblingsfilme. Au. So. Den dritten Teil habe ich, wenn ich ehrlich bin, gesagt, noch gar nicht gesehen. Willst du mir entfliegen, kleiner Vogel? Aber soll auf jeden Fall richtig geil sein. Hoppala. Zack. Also wenn man die Kombos ein bisschen kennt und kann, okay, es ist einfach nur Button, also im richtigen Moment eben was drücken, dann ist das schon geil, also gefällt mir. So, so Kämpfe, vor allem Luftkämpfe, liebe ich hier über alles. Au. Danke, aber das verschiebe ich lieber. Okay. Moment. Nur wenn du mir versprichst, ne? Ah, okay. So, ich wollte nur kurz was aus... Ups. Probieren. Du kannst mich eh nicht ab. Zack und zack. So. Hast du da? Ups. Ich wollte den eigentlich noch... okay. Ja. Na, du Arsch. Oh, hab ich dich? Au. Ist aber nicht freundlich. Vielen Dank, dass Sie mit Gaia Airlines geflogen sind. Hoch. Ups. Das war wohl nichts. Okay. So, ich muss nach oben. Upsala. Diese Kobolde werden mich zu dem alten Vogel bringen. Ja, das glaube ich auch.
Vogelmann, ich komme. Hoppa, das war aber knapp. Zack. Okay. Bin wieder da, Geier. Na, jawoll ja. Also ich muss sagen, er sieht schon geil aus. Dieser moderne Geier, grandios. Volturge oder so. Wie hieß denn der nochmal? Das war doch bei Spider-Man Shattered Dimension in der Vergangenheit. War doch sein Nicht-Ebenbild, aber so... Wow, das war knapp. Vulture oder so. Vulture. Vulture geschrieben, aber wie man es ausspricht... Keine Ahnung, ihr wisst bestimmt, wen ich meine, die mein Spidey-Let's Play gesehen haben. Aua, das ist gar nicht nett. Zack, zack, zack. Wow, grandiose Kombis. Du bleibst hier schön, mein Freund. Zack, zack und klack, klack. Hoppala, ein Quicktime-Event. Sowas lieben wir doch gerne. Oh, das... Wow. Oh, wie geil. Das war ziemlich cool. Sowas gefällt mir. Da bin ich echt ein Fan von. Wow, fuck. Ja, jetzt übertreibt mal nicht, nur weil ich mal einmal falsch gedrückt habe. Oh. Oh ja, nochmal alles von vorne. Hoppa. Und jetzt war, glaube ich, A. Nein, X. Hopp, 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 hopp. Ach, das finde ich ja so geil. Haben die echt cool gemacht, auf jeden Fall. Das gefällt mir. So, jetzt aber, mein Freundchen. Jetzt bist du fällig. Zack. Und X. Und gleich nochmal X. Und nochmal X. Und nochmal X. So. Okay. Wenn der gute Pfad... Ich nehme, glaube ich, den bösen Pfad diesmal. Ja, meine Damen und Herren, ich nehme den bösen Pfad. Okay, Stinkvogel. Fröhliche Weihnachten. Jetzt schuldest du mir was. Fall mir in den Rücken und es kostet dich mehr als nur die Flügel. Natürlich, natürlich. Du wirst es nicht bereuen. Ich schwöre es. Aha. Ich schließe mal davon aus, dass wir ihn jetzt als Verbündeter haben. Ja. Ey, Tatsache, Black Cat doch auch, oder? Habe ich mich dann doch richtig entschieden? Okay. Dann fehlen uns noch drei. Wer könnte das denn sein? Also X-Men auf jeden Fall. X-Men sage ich schon. Wolverine aus X-Men und die anderen beiden. Keine Ahnung. So. Black Cat. Sexy wie eh und je. Und der Geier. Geile Scheiße, würde ich mal sagen, ja? Oh, das Dach ist ganz schön ramponiert hier. Wisst ihr, was cool wäre, wenn die jetzt noch als Easter Egg einbauen? Moment. Cool. Ich bin gerade der Bö... Ah, stimmt, ja. Oh, cool. Ich kann entweder Felicia holen, also Black Cat, oder den Geier, wenn ihr das rechts unten seht. Geile Scheiße. Ja. Ich bin zurzeit mehr, glaub, Bösewicht, weil das Bild unten einfach schwarz ist. So, das schließt ja einfach mal davon aus. Und dann würde ich auch mal sagen, dass wir hier an dieser Stelle einen Cut machen, uns aber gleich wiedersehen. Weil ich ja nicht länger als 15 Minuten aufnehmen kann. Ja, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, sage ich immer. Ja, als ob ich irgendwie vor einer Versammlung hier reden würde. Ich würde vorschlagen, bis gleich einfach, ja? Euer Lubu und Spider-Man. Web of Shadows.